Michael Zurvera, ihr seid Rektor von einer Fernfachhochschule Schweiz. Heute ist Schöner Simplo Holla. Die Diplomübergabe, was ist das für euch, der Tag? Wie speziell ist das? Es ist einfach jedes Jahr ein ganz spezieller Tag. Ich sehe heute zum ersten Mal alle Absolventen hier, die ihr Diplom abholen. Und es ist natürlich ein Freitag für die ganze Fernfachhochschule. Das ist ja eigentlich das Ziel von allen, dass wir die Studenten zu ihrem Abschluss bringen können, zum Bachelor- oder eben Masterabschluss. Jetzt eben heute ist ein riesen Anlass eigentlich. Was läuft da jetzt so den ganzen Nachmittag ab? Zuerst ist sicher mal ganz interessant, alle Absolventen mit ihren Bekannten, mit ihren Familien hier dürfen zu begrüßen. Die kommen aus der ganzen Schweiz. Dann, es gibt ein Festrat, das dieses Jahr der Nationalrat Felix Müritz dort hat. Er ist der Präsident des strategischen politischen Beirats der Fernfachhochschule. Dann natürlich im Zentrum und das Wichtigste, das ist die Diplomübergabe, die wir heute werden haben. Wir haben euch gefreut, dass dieses Jahr euer Mitglied von der SUPSI, wo wir euch dazugehören, nämlich das Conservatorio della Svizzera Italiano, mit dem Flötenensemble dabei ist. Also es gibt ein paar Sachen, die ganz sicher heute Nachmittag ein Diplom für interessant werden sie. Wie müssen wir sich jetzt das so einer Grössenordnung vorstellen? Wie viele Absolventen sind da heute da? Oder wie viele Leute kommen da heute in die Simplo-Halle? Insgesamt bekommen 270 Absolventen ein Diplom. Wir erwarten Leute Anmeldungen gegen 600 Leute, die heute hier in die Simplo-Halle kommen. Also es ist ein recht grosser Anlass in Brieg. Wie hat man das vielleicht so organisatorisch können regeln? Was hat es da für ein Problem gehabt, oder was war da jetzt die größte Herausforderung, das durchzuführen heute? Ja, bis alles stimmt, bis jedes Diplom bereit ist und unterschrieben und bis alle Details, bis hin zu den Blumen, die ganzen Einladungen, die Anmeldungen, bis das alles gemacht ist, da geht monatelange Vorarbeit vor uns, von vielen Leuten. Erzähl vielleicht mal kurz, wie ist das? Was muss man sich darunter vorstellen? Die Schule gibt es jetzt 20 Jahre. Wie ist da vielleicht das Wachstum gewesen jetzt? Ja, vor 20 Jahren hat man mit 25 Studierenden angefangen. Und jetzt dürfen die Zahlen zu bleiben. In diesem Jahr im Herbst haben 2300 das Herbstsemester angefangen an der Fernfachhochschule Schweiz. Also da sieht man, wie das Wachstum war. Wir haben von den ersten Tagen nur noch einen einzigen Mitarbeiter dabei. Und das ist unser Finanzdirektor, der Johannes Bühler.